Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht mal wieder weiter mit der RS4Limo. Die letzten Monate haben wir relativ viel Arbeit gemacht. Jetzt PS-Tests stehen vor der Tür. Das heißt, Marios Golf und Limo kriegen jetzt den Feinschliff, weil wir wollen mit diesen Autos eigentlich rollen. Das heißt, in den nächsten Wochen könnt ihr euch darauf freuen, hier wieder ein bisschen Content zu kriegen. Was haben wir gemacht? Wir haben das Auto zerlegt, eigentlich wegen Thema Zahnriemen. Dabei festgestellt, dass die Spannrolle bzw. der Spannarm fast gebrochen wäre. Dann habe ich jetzt auf hier geguckt, ob die Nockenwelle auf die Ventilfedern drückt. Tut sie nicht. Das Ganze sieht alles extrem gut aus. Das heißt, daran liegt es auch nicht. Jetzt machen wir weiter. Wir wollen wissen, wo kommt die Ölerei her. Und genau deswegen habe ich mal den Krümmer abgebaut. Und wenn wir jetzt hier reingucken, werden wir feststellen, dass da in meinen Augen absolut gar nichts feucht ist. Also, dass da irgendwas an Öl verbrennen sollte. Wenn ich mir die Kanäle angucke, wie gut die alle aussehen, das kann ich nicht. Sieht sehr trocken aus. Das sieht genauso trocken aus, wie die Kerzen aussehen. Es ist trotzdem natürlich im Krümmer hinten nass. Das heißt, mein Bauchgefühl sagt mir, es gab mal einen Lastzustand, vielleicht zum Beispiel, wo wir mit dem Akkuschrauber Öldruck aufgebaut haben, wo mal kurz ein bisschen Öl aus den Turboladern vielleicht kam, oder was weiß ich woher, und der Motor lief einfach nicht lang genug, um dieses Öl zu verbrennen. Das heißt, wir machen jetzt Folgendes. Wir gucken nochmal in den Brennraum rein, weil ich habe hier von HZ so neueste Technologie. Wollte ich schon immer mal haben. Jetzt war genau der richtige Moment dafür. Ein Endoskop. Und das kann sogar tatsächlich auch aufnehmen. Wollen wir mal testen, ob das geht? Nein, ich wollte schon immer so ein Endoskop haben, weil ich sehe bei ganz anderen vielen Kollegen, wie die das immer nutzen. Und die Qualität, die Bildqualität, Full HD, ist so gut von dem Ding, dass man da wirklich auf einfachen Dienstwege relativ viel erkennen kann. So, und das Allercoolste ist, hier ist unsere Sonde, damit können wir filmen, ne? Also, da sind wir noch nicht alles. Geil. Das heißt, guck mal hier. Hallo. Das heißt, du kannst bis im Brennraum rein und wieder nach oben gucken. Ja, also ein neues Kamerasetup, würde ich sagen. Meine neue Cam hier. Geil, wäre jetzt hier so eine Brille, ne? So, jetzt kommen wir hier nämlich in den Brennraum reinbringen. Warte mal, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir hier Video anmachen. So, wir gehen hier rein, kluck. So, und schon sehen wir unseren Gold. Aber guckt euch mal die Qualität an, ne? Geht. Die ist echt richtig gut. So, jetzt gehen wir hier rein. So ein bisschen wie beim Motorenzimmer hier, ne? Da sehe ich das Ding ständig. So, unser wunderschöner Kolben. Und ich sehe so schon, das Ding ist so furztrocken. Und jetzt kommen wir hier. Falsche Richtung. Guck, können wir so Brenner umgucken. Also wenn jetzt hier, guck mal, guckt euch das an hier. Oh Junge, ist das eine Aufnahme, ne? Geil. Das ist, also nein, hier ist niemals irgendwas verbrennt hier Öl. Das ist so furztrocken alles hier. Und jetzt kommen wir nämlich noch weiter nach oben. So. Und jetzt hier sind wir tatsächlich im Brennraum. Das Goldene, was ihr jetzt hier seht, ist meine Beschichtung. Einlassventil, Auslassventil. Und auch da, wenn hier jetzt irgendwo ein Tropfen rauslaufen würde, so, würde ich sagen, okay, das ist es vielleicht. Ganz ehrlich. Krass, guck mal, hier können wir uns so die Kopfdichtung angucken. Ne? Hier sieht man ein bisschen Rost. Und da meine Stahlringe von der Kopfdichtung. Das können wir es gleich nämlich auch nochmal hier nehmen. Das hat so ein bisschen was von Mission Impossible. Ja, aber krass, guck mal hier. Hier. Schon der Wahnsinn, ne? Mhm. Also da muss ich echt sagen, Respekt, was sich da getan hat. In der Zeit, gut, cool, könnten wir gefühlt, wenn hier ein Sandkorn hängen würde, würden wir es gerade sehen. Vor allen Dingen, stellt selber scharf, also wir brauchen hier nichts machen. Einfach nur rumfummeln. Bzzzt. Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer geeignet. Steck dir das Ding am Ende. Erstmal eine Darmspiegelung. Ja, nee, ganz einen Meter so. Ganz einen Meter so. Boah, ich will nicht wissen, wie viel das damit machen, ne? Das wird mir jetzt aber wirklich tatsächlich zur Sekunde machen, ne? Aber ich will jetzt die Kamera mit meiner Magensäure nicht kaputt machen, ne? Aber. Da könntest du ja original wirklich mal in den eigenen Magen reingucken. Ne? Egal, nicht nachmachen, dafür ist es natürlich nicht gedacht, aber ein bisschen Spaß muss sein. Also, ich bin der Meinung,
wir brauchen uns mit der Ölerei nicht weiter zu beschäftigen, sondern wir sollten uns lieber damit beschäftigen, dass dieses Auto endlich fertig wird, der Motor da drin ist und drumherum alles fertig ist. Das heißt, wir machen Folgendes. Als allererstes leidiges Thema, bevor ich das Ganze zerlegt habe, habe ich natürlich auf beiden Seiten nochmal Ventilspiegel gecheckt und gemessen. Wir wollten auf 20 Einlass, 25 Auslass. Das gibt Bilas, der Hersteller, locken wir ihn vor. Wir sind weit weg von 20, weit weg von 25. Das heißt, wir müssen leider alle 30 Ventile nochmal Ventilspiel neu einstellen. Mittlerweile habe ich genug Caps, das heißt, wir müssen die nicht schleifen, sondern können die einfach nur durchtauschen. Aber Nockenwellen müssen dafür raus. Das heißt, das wird auf jeden Fall schon mal ein Abend nochmal nur Ventilspiel machen. Was wollten wir noch machen? Genau, ich wollte mal gucken. Hier können wieder zusammen. Schaftdichtung sieht gut aus. Wir können die Köpfe, nee, die ziehen wir nicht nach. Bei der alten Version an Kopfdichtung mit Kupferring habe ich die Köpfe mal nachgezogen. Bei der Art von Kopfdichtung mit dem Ring sollen wir sie nicht nachziehen. Ganz wichtig, ich werde, jetzt bin ich so im Titanfieber, doch hierfür Titan-Downpipes bauen und dazu auch noch einen Auspuff. Eigentlich wollte ich unten einfach nur raus. Das Titan ist aber so leicht und ich finde, es gehört irgendwie zu einem Auto dazu, dass der Sound hinten rauskommt, dass ich doch mit Tom irgendwie zusammen da was durchschneckeln werde. Letzter Punkt, Thema Entlüftung, Rücklauf-Turbolader. Ihr erinnert euch, war ja so ein Punkt, ist der Rücklauf gut genug? Bisher war der Rücklauf folgendermaßen gestaltet, von Turbolader, ein Schlauch, der hier von unten an die Ölpumpe geht. Ihr seht hier die Anschlüsse sogar. So, das waren unsere Rückläufe. Das heißt, wir haben direkt aus dem Turbolader abgesaugt. Ob das jetzt so gut ist oder nicht so gut ist, wissen wir nicht, weil es kann natürlich so passieren, dass die Pumpe, weil die so viel Saft hat, da einen richtigen Unterdruck zieht und somit vielleicht den Turbolader kaputt zieht, wie auch immer. Fakt ist, besser ist es wie original, dass das Öl in die Ölwanne geht vom Turbolader und dann abgesaugt wird aus der Ölwanne. Besser ist es, dass das Öl in die Ölwanne zurückgeht und dann von dort abgesaugt wird. Noch besser ist es, wenn wir mit dem Öl, also mit dem Öl allerdings vom Ölstand her an eine Stelle kommen, dass wir in den Ölstand reingehen, weil es kann ja passieren, dass wir einen Druck in dem Kurbelwellenraum haben und dieser Druck würde sich dann ja über den Rücklauf in den Turbolader reindrücken. Normalerweise regle ich das darüber, viele machen es anders, ich mache es aber immer so, ich gehe mit dem Rücklauf unter den Ölstand. Das heißt, das Öl kommt aus dem Turbolader rausgelaufen und geht unten in die Ölwanne. Das heißt, selbst wenn hier ein Druck entsteht, müsste er die ganze Ölsäule runterdrücken, damit das Öl im Turbolader wie eine Art Wassersäule nach oben gedrückt wird. So ähnlich möchte ich es jetzt auch machen. Das heißt, wir werden den Rücklauf von hier in diesen Schacht versetzen. Wenn man hier so runterfilmt, siehst du diese ganzen Schrauben. Die Kammer, die Ölpumpe hat 1, 2, 3, 4 Kammern zum Saugen. Diese drei Kammern gehen durch die Ölwanne und haben hier so Kanäle. Und ich werde die Rückläufe jetzt hier ransetzen. Das heißt, sie sind nicht direkt in der Ölwanne, sondern sie sind, wie soll ich es erklären, in der Saugleitung von der Pumpe. Das heißt, ihr könnt euch das so vorstellen, ich habe in der Ölwanne einen Kanal. Dieser Kanal saugt aus der Ölwanne und zeitgleich saugt er aus den Turboladern. Das heißt, er kann keinen Unterdruck saugen, weil sollte ein Unterdruck entstehen, kann er aus der Ölpumpe weiter saugen. Er kann aber auch keinen Druck durchschieben, weil zeitgleich ja immer Öl nachkommt und wir wieder das Phänomen hätten, dass ich durch das Öl in die Lader pumpen muss. Die Idee hatten wir jetzt, das heißt Platte ab, hier zwei Anschlüsse anschweißen mit den Rückläufen vom Turbolader rangehen. Dann können wir, wenn wir die Eier haben, wenn alles zusammengebaut ist, nachher hier einmal Druck drauf machen wieder und gucken, ob es irgendwo rauskommt. Aber das weiß ich ja nicht. Ich mache das Ding jetzt erstmal soweit ready und dann sehen wir uns gleich hoffentlich mit Ventilspiel drauf, mit Zahnriemen drauf, mit Turboladern angebaut, mit Rückläufen dran und dann machen wir hier noch einmal Druck drauf. Ölwanne ist wieder dran. Wir haben in Windeseile hier 2x-12 angeschweißt. Die neuen Turbos sind auch in aller Pracht wieder dran. Viel größer geht hier langsam auch wirklich nicht mehr. Immer wieder geil, die Dinger anzubauen. Echt schade, dass man die Optik nicht sehen kann. Ja, und jetzt seht ihr, Nico, wenn ihr hier von der Seite drauf filmt, sieht man, der Rücklauf ist jetzt Dash 12, geht einfach nur von hier an das Fitting ran. Man sieht so schon, es entsteht wie eine Art, ja, also das Öl wird auf jeden Fall hier stehen, also es wird eine Ölsäule entstehen. Das heißt, die Pumpe saugt jetzt nicht mehr direkt aus dem Lader, sondern sie saugt definitiv aus dem Ölvolumen. Ich glaube, so ist es genau richtig. Genau so werden wir es auf jeden Fall testen. So, die alten Lader hatten ja diesen Schiebeverschluss.
in der Ansaugung. Das hatte ich mir irgendwann mal überlegt, weil man hier bei einem Straßenauto so schlecht rankommt und es auch dort extrem heiß wird, wenn man mal in Stau kommt und so weiter. Deswegen hatten wir das damals gemacht zum Reinschieben. Jetzt ist es so, jetzt ist das Verdichterrad so groß geworden, dass dieses Schiebeteil quasi genauso groß ist wie der eigentliche Verdichter, wie ihr hier seht. Das heißt, da kann man nichts mehr schieben. Deswegen müssen wir jetzt nochmal die Rohre abändern. Ist allerdings nichts Wildes. Wir haben bei uns im Sortiment solche gedrehten Ringe mit einer Nut dran. Die sind genau 76. Das heißt, wir kürzen jetzt das Rohr einfach nur ein, dass hier ein Schlauch überpasst. Silikonschlauch so tief unter dem Turbo ist nicht geil. In dem Fall, reines Rennauto, ist das vollkommen in Ordnung. Da ziehen wir von uns einfach nur so einen Alu-Kevlar-Hitzeschutz rüber, komplett in einem Stück. Und dann geht das. Dann kann man die nämlich auch theoretisch, ja doch, von unten kommt man ein bisschen ran, um die Schelle zu lösen. Hier habe ich einmal alles sauber gemacht. Das heißt, hier ist jetzt definitiv kein Öl mehr drin. Das heißt, bei dem nächsten ersten Start, wenn er dann wieder anfängt zu, also er kann eigentlich nicht anfangen zu qualmen. Ich sage, er wird auch nicht anfangen zu qualmen, weil das ist jetzt alles ölfrei, muss man sozusagen. Genau. Jetzt kommen wir zum Thema Zahnriemen, weswegen ich nicht weitergekommen bin. Hier auf jeden Fall einen originalen Spannhebel für die Spannrolle. Ihr erinnert euch, der war im letzten Video durchgebrochen. Hier drunter von The Tuner jetzt der mechanische Spanner. Den kann ich jetzt hier einfach reindrehen. Und darüber, seht ihr hier, wandert quasi der Spannhebel rein und raus. Der drückt dann hier auf die Spannrolle und die spannt quasi den Riemen vor. Jetzt wollte ich mir nochmal eine Sache angucken. Die andere Sache war ja auch, der Riemen hat so geeiert. Das war bisher auch definitiv nicht normal, dass so schnell dieses blaue Zeugs auf dem Motor überall ist. Deswegen gucken wir uns jetzt mal den alten Riemen an. So, das ist der Riemen, der hier drauf war. Hier ist einfach nur aus dem Zubehör ein originaler Riemen. Da kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht so... Ach, so sieht das eigentlich ziemlich gleich aus. Mir wurde allerdings zugeflüstert, das überprüfen wir jetzt. Dieser Riemen hier, ich weiß nicht, das hatte ich glaube ich auch schon mal gesagt, da steht noch so ein RPM mit drauf. Das ist dann diese Verpackung. Früher hatte ich allerdings immer Riemen von Gates, die waren in dieser Verpackung. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie neue oder alte sind. Der fühlt sich auch schon gleich deutlich straffer an. Krass, hier kann man jetzt gerade mal sehen, den habe ich jetzt einfach bei uns aus dem Regal gegriffen. Das ist jetzt ein komplett anderer Zahnriemen für irgendein anderes Auto. Da sieht man aber doch mal, wie viele verschiedene Zahnriemenprofile es gibt. Wenn man sich die beiden jetzt gerade mal anguckt, sieht man gleich, wie der eine viel gröber und der andere viel feiner ist. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich machen soll. Den Originalen will ich ungern anbauen, weil der ist mir schon mal gerissen. Den mit diesem RPM drauf werde ich definitiv auch nicht einbauen. Solltet ihr von uns mal so einen Riemen bekommen haben, irgendwie mit RPM, meldet euch bei uns. Wir schicken euch gerne einen neuen zu in dieser Verpackung. Allerdings habe ich den Riemen für den RS4 in der Verpackung jetzt gerade nicht da. Das heißt, den muss ich erstmal bestellen. Das heißt, zur Sekunde kann ich keinen Zahnriemen drauflegen. Weil den hier... Ich wüsste keine andere Erklärung. Einige haben auch kommentiert, dass er vielleicht anfängt so zu eiern, weil die Spannung gefehlt hat. Ist aber nicht korrekt, weil ich weiß, er hat immer sofort geeiert. Das heißt, nur weil die Spannung fehlt, das wäre mir zu riskant, weil man hat auch gesehen, dass er einfach auf diesem Rad schon schlecht lag. Das heißt, da will ich auf jeden Fall gerne einen anderen montieren. Weil guck mal hier, gefühlt sieht man das so schon. Ich lege den Riemen hier drauf, oben. Und irgendwie kommt es einem so vor, als wenn der selbst schon so beim Drauflegen zu kurz ist. Sieht man das so, ja, ne? Guck, ich muss den so richtig da so reinzwingen. Man sieht es ja auch hier so ein bisschen, wie der auf der Seite liegt hier. Guck mal, wie weit ich den ziehen muss, damit der komplett drin liegt. Nehme ich jetzt hier mal einfach hier so einen aus dem Zubehör. Weiß gar nicht, was ist das hier? Gar nichts. Ina! Hier. Sieht man das wieder deutlich? Mhm. Der fällt einfach viel besser da rein. Also irgendwas stimmt da auf jeden Fall nicht mit. Das heißt, den baue ich nicht mehr ein. Also das hier sieht man es echt krass. Wenn ich den hier einfach nur drauflege, fällt der ja förmlich. Und das ist auch ein neuer. Guck mal, wie der hier drauf fällt. Der fällt da ja wirklich richtig drauf. Und der Kollege hier... Ja. Der steht hier ja, schon wieder. Ja, der will raus. Ne? Ja, der will ja nicht raus. Wir können jetzt nochmal Folgendes machen. Wir können einfach nochmal einen neuen nehmen. Schmeiß weg. Gucken, ob der auch raus will.
Nee, der wäre auch nicht so richtig. Mhm. Sieht man richtig so, ne? Ja. Als wenn er pro Zahn, keine Ahnung, ich sag jetzt mal vorsichtig, ein Zehntel Millimeter zu kurz ist. Und von Zahn zu Zahn addieren sich diese Zehntel. Und irgendwann hier unten ist es so viel, dass er dann nicht mehr richtig reinläuft. Nee, guck mal, hier kriege ich ihn sogar. Krass, guck mal, ich kriege ihn sogar noch nicht mal. Ich kriege ihn noch nicht mal richtig aufgezogen. Selbst mit Gewalt nicht. Hm. Ja, nee, also das können wir nicht machen. Das heißt, entweder Originalriemen oder ich kriege nochmal so einen. Das heißt, dann ist jetzt hier an der Stelle auf jeden Fall Abbruch. Weil ich will auf jeden Fall weitermachen und kann nicht auf den Zahnriemen warten. Aber ich sage, abschließend gesagt, froh, diesen Step gegangen zu sein, weil ich habe auf jeden Fall ein paar Mängel schon wieder gesehen. Im nächsten Video könnt ihr euch darauf freuen. Achso, also wir bauen das Ding jetzt einfach fertig. Fertig, heißt mit allen Anzeigen, Kabeln, Antriebswellen drin, dass das Auto auf Rädern steht. Ich bin so im Titanfieber, dass wir auf jeden Fall doch nochmal einen Auspuff für bauen und wir das Auto einfach mal laufen lassen können. Das heißt, in den kommenden Tagen, Wochen, weil viel Zeit ist nicht mehr, werdet ihr auf jeden Fall sehen, wir bauen aus Titan Downpipes und Auspuff. Dann Thema Wasserkreislauf. Ist noch komplett unbespielt. Das heißt, die Turbolader müssen noch Wasser durchspült werden, als auch ich würde gern hinter dem Motor hier einen Wasserbehälter bauen. So richtig geil, dass ich den eigentlichen Wasserbehälter nur noch auf dem Motor habe. Und Thema Kraftstoff. Müssen wir auch noch Tanks bauen. Das heißt, hinten an Unterboden kommen Tanks. Ich sage jetzt schon mal weise Voraussicht Tanks. Ihr werdet dann sehen, warum. Und das bespielen wir auch noch, das Thema. So, die drei Themen könnt ihr euch darauf freuen. Und dann kommt auf jeden Fall nochmal ein Video, wie wir final alles zusammenbauen mit Antriebswellen rein, mit dem geilen Diff hinten und so weiter. Und dann hoffe ich einfach, so sagt mein Bauchgefühl mir, dass es irgendwann mal einen Zustand gab, wo dieser Motor kurz Öl gedrückt hat. Und dieses Öl war einfach so lange im Motor, beziehungsweise wir haben ihn so wenig laufen lassen, dass das einfach nicht schnell genug verbrennen könnte. Deswegen werde ich den Motor jetzt auch nicht, wie ich eigentlich angekündigt habe, mit Öldruck einmal befeuern. Weil nicht, dass das nämlich genau dieser Zustand war, den der Motor nicht ab kann. Das machen wir nicht mehr. Das heißt, ich werde in Zukunft nur noch die Ölpumpe vorbefüllen. Das heißt, wenn zum Beispiel so wie jetzt gerade alles leer ist, werde ich schon noch ohne Zahnriemen mit der Ölpumpe schon mal den ganzen Kreislauf auffüllen. Werde aber nicht hammerhart 3, 4, 5 Bar Öldruck in den Motor reindrücken. Weil, wer weiß. Ich bin guter Dinge. Kurzes, knappes, geiles, witziges Updates-Video zur Limo. Es geht voran. Ich denke mal spätestens nächste Woche geht's weiter. Danke fürs Zuschauen. Jetzt wollte ich sagen, schönes Wochenende. Das Wochenende ist allerdings rum jetzt gerade. Deswegen wünsche ich euch einen guten Start in die Woche morgen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.